Schönen guten Abend, liebe Grüße aus dem Kinderzimmer. Und wie ihr seht, alle, die wach sind, sage ich mal, bei der Oma Lucy oder bei der Mama Lucy, ja. Klein Emma schläft, daneben der Elias. Da unten liegt auch eine Vierergruppe. Okay. Und die Lucy, die freut sich. Yeah. Ja. Und du? Du freust dich nicht so, gell? Willst du raus? Dann geh doch. Ja, hört sich fies an, aber die will einfach nicht. Geh und du schläfst die kleine Ella. Ja, und die Lucy, die macht wirklich das, was sie am liebsten macht. Geh mal raus. Ganz die Mama spiele. Das ist ihr am liebsten. Geh, ganz die Mama sei. Ja, und schön schützen die Hände über die Kleinen, geh. Ja. Okay, da gibt es natürlich zwei Kämpfe. Ist aber alles ganz normal. Von daher sage ich mal, die sind, warum die jetzt heute so kaputt sind, weiß ich nicht. Ich denke, die wachsen wieder. Dafür waren wir heute Mittag drin. Die Bilder habt ihr ja schon gesehen. Und ja, die haben wir heute Mittag gemacht. Diesmal nicht der Papa. Der hat noch nicht einmal zugeschaut. Der war aber ganz anders. Mhm. Ja, wenn man meint, die Kleinen können sich nicht durchsetzen. Jetzt tut es aber weh. Jetzt steht sie auf. Jetzt ist zu viel Kampf. Okay? Und jetzt sitzt sie da. 3, 7 Stück. 7 Stück und gucken doof. Okay, jetzt ist die Mama weg. Und die Oma. Ja, aber meistens die Mama. Ist da auch eins von der... Ja, natürlich. Die El Auria war mit dabei. Und das ist das einzige Enkelkind. Ja, und die anderen sind eben alle die Kinder. Das mag die Lucy natürlich auch raus. Die hat jetzt Schnauze voll. Okay. Sie weiß, was kommt. Ja. Wie die alle so runterwackeln, das ist ja zu schön, oder? Na, jetzt geht's natürlich unter weiter. Tick, 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 die Karawane zieht weiter, der Sultan hat Durst, gell? Genau. Ja. Wer schmatzt denn da so? Also wer schmatzt, liegt aus, das geht ja gar nicht. Naja, die Mama macht's vor, die Kleine macht es nach. Okay? Und die, dann reicht's wohl. Hm? Meine Freundin. Hm? Ja, hallo? Ja, hallo? Ja, so ist es. Okay? Meine kleine Freundin. Ja, hallo? Hm? Und die zwei sehen relativ angepisst aus. Ja, ein bisschen zornig. Gell, Eloria? Hm? Felicia. Oh. Gut, und die anderen schlafen immer. Dreht sich gerade nochmal rum. Gell? Das sind jetzt auch bloß noch zwei am Schlafen. Okay. Und die Fayola und da ist es der Felice, ja, der Herr Felice, wenn es ein Italiener hört, also ich kann es nicht, kriegt er auch regelmäßig
Rügen erteilt. Ja. Wenn der Papa die italienische Namen ausspricht, ja, aber als Hesse kann man das nicht besser. Geh. Meine kleine Fayula. Ja, hallo. Und meine kleine Maus noch ohne Namen. Das wird wohl die Frieda werden. Geh, die große Mama ist ABBA-Fan. Ja, dann wird es die Frieda. Geh, Fayola. Ja, und wenn mir richtig gesehen und der Papa richtig gesehen hat, dann wird der kleine Mann, entweder der man das Gesicht nicht sieht, weil das andere müsste eigentlich der Eugen sein, der wird dann der Frankie. Ja, ist nicht auf meinem Mist gewachsen, will ich gleich dazu sagen. Gell? Und die kleine Maus ist halt besonders schön, gell? Und du natürlich auch. Die kann gucken, also echt. Ich hab's zwar schon mal gesagt, dieses Mal freue ich mich riesig, dass ich nicht auf der Käuferseite bin. Wir haben heute Mittag gerade drüber gesprochen. Und da sagten wir beide, oder wir waren beide der Meinung, wir könnten uns für keins entscheiden. Weil, ja, es ging dann immer weiter. Ja, aber der oder aber die ist doch auch ganz schön und die sind alle so wunderschön, also wirklich. Mich würde es nicht wundern, wenn jemand kommt und eins will und mit zwei geht. Echt nicht, ich will das jetzt nicht überheblich sagen oder soll auch nicht überheblich rüberkommen. Ihr seht ja die Bilder selbst und habt sicher auch selbst eine Meinung dazu. Und wenn ich die dann hier so live sehe, also Hammer. Okay. Papa hat gelogen, da kommt meine Freundin. Okay. Okay. Das ist die Freundin, ja. Das müsste ja dann theoretisch von, dann müsste es der Emil sein. Quatsch. Der Eugen. Das dahinter der Emil. Ja, wenigstens einer von den zwei. Weil die körperlichen Unterschiede sind jetzt nicht mehr so groß. Geh, aber meine Freundin. Dass ich dich verwechselt habe. Oh, das ist schon fast bösartig. Ja? Oh, ganz heiße Fuselins. Das sind mir aber auch noch ganz arg müde. Ja? Dann wundert mich das nicht. So, und da ich gesehen habe, dass die Babys gerade wach werden, habe ich heute, oder heute Nachmittag, beziehungsweise später Nachmittag hier noch nicht sauber gemacht, weil die haben alle gepennt und wer pennt, der geht nicht aufs Klo, ist ja logisch. Aber die großen Mädels, die waren schon, man sieht's. Und die kleine Mädels, die möchte mit Papa schnuckeln. Ja, fein. Und heute Mittag waren wir ja bei der Große draußen. Und es strengt dann doch ein bisschen an. Ja, und das Wetter, ja gut, heute ist schon wieder fast Winteranfang im Vergleich zu gestern. Da habe ich gedacht, die sind von Haus aus nicht so, ja, gestresst durchs Wetter. Aber ja, ich denke, es ist wie bei uns Menschen auch. Es ist nicht schlimm, wenn es kalt ist. Sag ich mal, es ist auch nicht schlimm, wenn es warm ist.
Nur der Wechsel, der ständige, das ist das, was einem kaputt macht. Oder zumindest dem Papa. Okay? Und meine Maus? Dann müsste das die Frieda sein, gell? Die kleine Frieda. Jetzt wisst ihr wieder einen Namen mehr oder zwei Namen mehr. Jetzt sind eigentlich alle Namen genannt vom F-Wurf. So ist denn so bleibt. Gell? Ja, Finley. Ja, das ist doch zu glatt mit den helle Ohren. Also, heute Mittag hat er ein bisschen Diskussionsbedarf gehabt mit seinem Papa. Gell, da haben dann auch gleich gezeigt, wer der Chef ist. Oh, jetzt kommen die Chiara wieder. Gut, dann will ich es auch lassen für heute. Wünsche euch einen schönen Abend und später schöne Träume. Tschüss. Komm, sag Tschüss. Tschüss sag. Tschüss, ganz viel Tschüss. Will sie nicht? Oh, die muss aufs Toilette. Okay. Und die. Nee, doch nicht. Oder anderes Klo ausgesucht. Kann auch sein. Ah, die hört der Krach da unten. Dann nehmen wir mal die Finley. Okay. Sag Tschüss. Schöne Träume. Ja, schöne Träume. Ja. Schöne Träume. Ja.